Hallo zu der ersten Entspannungsübung auf diesem Account. Heute machen wir eine kleine Atementspannung. Dafür kannst du dich ganz einfach auf den Boden legen, auf eine Matte oder auf eine kuschelige Decke. Lege dich hin, strecke deine Beine aus und lege deine Arme neben deinen Körper oder auf die Oberschenkel. Schließe deine Augen und wenn es dir für den Beginn doch noch etwas unangenehm ist, kannst du deine Augen auch offen lassen. Atme jetzt 4 bis 5 Mal tief ein und aus. Atme die Luft durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Bemühe dich um eine angenehme, lange und tiefe Ausatmung. Das Ausatmen sollte doppelt so lange dauern wie das Einatmen. Die Phase der Ausatmung bringt die eigentliche Entspannung. Lass sie nach dem Ausatmen einen Moment der Atemstille zu, bis dein Körper wieder nach der Einatmung verlangt. Halte nach dem Einatmen nicht die Luft an, sondern wechsle nahtlos zur Ausatmung über. Nun lass deine Atmung wieder frei fließen. Der Atem kommt und geht von ganz alleine, ohne dein Zutun. Lenke deine Aufmerksamkeit auf die Nase. Versuche, die Empfindungen zu spüren, die im Innern der Nase entstehen, wenn die Luft durch die Nase ein- und ausströmt. Um sich leichter auf die Empfindungen konzentrieren zu können, kannst du auch versuchen, die Stelle an der Nase zu finden, in der du das Entlangstreichen der Luft am klarsten spüren kannst. Du kannst auch 1 bis 2 Atemzüge etwas tiefer atmen, um besser zu spüren, an welcher Stelle in der Nase du den Luftstrom am besten empfinden kannst. Und auf diese Stelle konzentrierst du dich dann. Bleib bei deiner Aufmerksamkeit für eine Weile bei den Empfindungen in der Nase. Jetzt legen wir die Aufmerksamkeit auf den Bauchbereich. Spüre, wie sich der Bauch vor und zurück wölbt, hebt und senkt beim Ein- und Ausatmen. Lass deine Atmung weiterhin frei fließen und bleib mit deiner Aufmerksamkeit für eine Weile bei den Empfindungen des Bauches. Kommen Gedanken dazwischen, die deine Konzentration von den Empfindungen des Atmens wegziehen, versuche deine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf das, was ablenkt, zu lenken. Nehme es wahr, ohne zu bewerten oder zu analysieren. Passiv wahrnehmen, achtsam sein, es einfach nur bemerken, sonst nichts. Und dann wieder zum Atem zurückkehren. Oder du kannst deinen Atem auch mit Worten begleiten, wie zum Beispiel ein beim Einatmen und aus beim Ausatmen. Oder Entspannung. End beim Einatmen und Spannung beim Ausatmen. Du kannst das mit jedem beliebigen Wort machen, das dir angenehm erscheint, wie loslassen oder auch Ruhe. Sollte deine Aufmerksamkeit wieder ganz beim Atem sein, brauchst du den Atem nicht mehr mit Worten zu begleiten, sondern kannst dich wieder ganz auf die Empfindungen des Atems konzentrieren.
Den Fokus deiner Aufmerksamkeit kannst du auch nur auf die Empfindungen in der Nase belassen. Oder du wechselst zwischen Nase und Bauch. Du kannst dich auch auf Nase und Bauch gleichzeitig konzentrieren, was dir auch hilft, deine Aufmerksamkeit bei den Empfindungen des Atems zu halten. So wirst du nicht so leicht von Gedanken abgelenkt. Bevor wir die Übung beenden, genieße noch für einige Momente die innere Ruhe und den Frieden. Nehme dir bewusst einige kräftige Atemzüge, recke und strecke dich, öffne deine Augen und kehre entspannt in den Alltag zurück. Das war die erste Entspannungsübung und wir sehen bzw. hören uns bei der nächsten. Ciao!